Hallo ihr Lieben, heute ist das neunte Sternzeichen im astrologischen Horoskop der Schütze an der Reihe. Und sein Planet ist der Jupiter. Hier seine Charaktereigenschaften. Der typische Schütze ist aktiv, dynamisch, begeisterungsfähig, freizügig, heiter, großzügig, wissensdurstig und zielstrebig. Seine Schwächen sind: Er ist angeberisch, egoistisch, großspurig und reizbar. Und so ist sein Lebensmotto. Der lebenshungrige und unabhängige Schütze ist der geborene Optimist. Er will frei sein. Kleinkarierte Menschen irritieren ihn. Er liebt das Abenteuer und den Hauch der großen, weiten Welt. So könnte er ein leichtes Leben haben, würde er nicht immer zur eigenen Freiheit drängen. Intellektuelle Herausforderungen und geistige Ansprachen benötigt er genauso wie die Zeit zum Träumen. Der Schütze ist ein offener Typ, der sagt, was er denkt, und das wahrheitsliebend. Manchmal wirkt er etwas naiv, denkt jedoch tiefgehend philosophisch. Er tendiert zur Religion oder ist an Esoterik stark interessiert. Abenteuer oder Romantik? Wonach sucht der Schütze? Er sucht nach Liebe. Liebesbeziehungen sind für ihn erst dann wirklich schön, wenn sie ihm etwas Erfülltes geben. Und das ist seine Sehnsucht. Trotzdem sucht der Schütze Wärme und das Fühlen von Erotik. Als Feuerzeichen muss er einfach glühen. Alltägliches liebt er keineswegs. Sonst flüchtet er. Es wird ihm zu eng, wenn eine Beziehung zur Routine wird. Bevormundet man ihn, packt er schnell seine Koffer und sucht das Weite. Da der Schütze gern auf Reisen geht, verliebt er sich in der Ferne und Urlaubsflirts sind seine Schwäche. Deshalb neigt er dazu, in ein anderes Land zu ziehen. Der Schützegeborene ist ein wahrer Sonnenschein. Gut gelaunt und eine große Portion Optimismus ist sein ständiger Begleiter. Und das macht sein Leben leichter als andere Sternzeichen. Ist man in einer Beziehung mit dem Schützen, ist eine abwechselnde Freizeit garantiert. Er will stets etwas Spannendes erleben, aber manchmal wäre etwas weniger mehr. Sein Lebensmotto ist: Ich will wachsen. Nichts liebe ich mehr als meine Freiheit. Ja, ihr lieben Schützen, erkennt ihr einiges von dieser Prognose bei euch wieder? Das nächste Tierkreiszeichen ist der Steinbock. Bis dahin, herzlichst, eure Deria.